Ja, genau. Ach nö. Ja, willkommen in Fort Folic. Erstmal alles durch. Du willst uns einführen, alter Mann? Och, das macht Copsi nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Schnauze halten. So. Was gibt's noch hier in Fort Frolic? Erstmal, wie gesagt, durchsuchen wir jeden kleinen Scheiß hier. Nach irgendwelchen interessanten Dingen. Bevor wir mal schauen, wie es hier dann vielleicht weitergeht, schauen wir doch erstmal hier hoch. Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Fällt mich irgendwie zum Lachen, der Typ. So. Eine Mini-Station, die bringt uns aber null. Doch, eine Mini-Station, die bringt uns nochmal null und... Was haben wir noch hier so? Wir könnten jetzt... was ist hier dahinter? Folgendes, wenn wir hier einschlagen, kommt ein Sicherheitsalarm. Ach ne, hier war das, die Scheiben gar nicht. Es gab irgendwo Scheiben. Wenn man die eingeschlagen hat, kommt ein Sicherheitsalarm. Ah, jetzt sind wir schon mal hier. Schon irgendwie eklig, hier eingefroren oder eingemacht sind, was auch immer. Es ist schon nicht lecker. So, Audio-Tagebuch. Rapture geht vor die Runde. Warum? Denen, die hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen... Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu schmutzen. So, naja. So, mal weiterhin Fort Frolic. Nein, ich wusste es, ich hab's schon gehört. Wo ist die Scheißkamera? Oh, ich lauf direkt drauf zu. Gut, pass auf, ich probier's mal abfackeln, Plasmid. Ha, du brennst dich jetzt, Kamera. Jetzt gebe ich den Rest. Sag, es kommt kein Sicherheitsbot. Oh, nichts drin. Zu knabbern hier. Pien Zeugs. Gut, dann können wir noch hier runter gucken. Hier gab es noch was, das weiß ich noch. So lange ist ja noch nicht her, dass ich hier in diesem Abteil war, sag ich mal. Oh, ist schon rein. Wir sind schon relativ weit jetzt hier. Vielleicht auf der Dreiviertelbahn. Und jetzt gebe ich euch mein Solo. Oh yeah, gib mir den Beat. Yeah. Ich bin ein Let's Player. Bla 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 bla. Schade, da kann ich jetzt kein Lied drauf singen. Schade. So, was haben wir noch? Manapein Mist. Audio-Tagebuch, yay. Also, das ist cool. Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiter die Spalten in der
Zeitung. Die Künstler, die wir in Rapture haben, das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Alles klar, also wir gehen jetzt auch wieder hier runter. Gehen jetzt hier zum Fahrstuhl. Alter. So, jetzt haben wir es nach oben. Nein, nein, nein! So. Versuch's ja, bitte! Noch einmal, junger Fitzpatrick! Kannst du irgendwas nehmen, ne? Gut, dann gehen wir mal zu Fitzpatrick. Hallo? What the fucking explodiert ja alles. So. Ja, jetzt hätte er mir gleich sagen können, ey. Tolle Erinnerung an ihn. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Mann. Jetzt lauf zur Vorhalle. Ja, gut, das ist schön, oder? Ach so, auch noch zu fangen. Tja. Aber dennoch würde ich fast sagen, dass wir das erst beim nächsten Mal machen. Wo soll ich denn hinlaufen, verdammter Pfeil? Oh, der Pfeil ist toll. Pfeil. Hallo Pfeil. Cooler Pfeil. What the fucking? Hier geht's nicht lang. Ach, ich laufe jetzt alleine ohne den Pfeil. Der führt mich irgendwo hin, aber ich habe keine Ahnung, ich guck nochmal nach. Alter. Der führt mich so hier unten lang, aha. Ja. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Und dich zu hauen. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine ich bin schon da. Ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Und ich setze hier unten das Foto ein. So. So. Betrug! Such sie, kleine Motte.
Mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. So. Und damit würde ich aber an dieser Stelle sagen, beende ich jetzt hier die Aufnahmesession von Bioshock. Wir sehen beim nächsten Mal erst, wie es weitergeht. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe anderthalb Stunden oder so jetzt aufgenommen. Jetzt reicht es, oder eine Stunde oder 20 Minuten oder so. Mir reicht es jetzt. Ich gucke mir, wer mir bei Skype geschrieben hat. Ich speichere natürlich vorher nochmal hier einmal ab und nochmal in Fort Frederick. Und dann würde ich sagen, könnt das gut machen. Bis zum nächsten Mal. Also dann. Euer Mr. Zero LP. Tschüss, Elon.